Treffen, Runde beginnt. Ja. Danke. Ja, voll nett. Duki ist schon länger tot. Rosi ist relativ, also was ist relativ frisch. Duki liegt in Storage. Wo Rosi liegt, weiß ich nicht. Irgendwo auf der linken Wahrscheinlich Seite weiter müsste als sie Rosi sein. ist, viel Nee, weiter als. weiteres Mann bekomme ich. Nee. Ich kann für beide Kills Europe und Simic clearen. Reaktor war jetzt am Schluss noch nicht gefixt, ne? Nee. Liegt sie vielleicht bei einem der Reaktoren? Aber Weil Rosi war ich schon. kann nur sagen, Specimen liegt sie nicht. Rosi war schon tot, als die Reaktoren gecallt wurden. Also, die wurden Ich nach kann dem eben. Ja. Tod gecallt. Ich kann eventuell die Taske klären, die ist bei mir in O2 Ja. gewesen. Kommt halt darauf an, wo beide Leichen sind, das wissen wir nicht. Rosi kann noch Edmund liegen. Ich bin nicht mal bis Edmund gekommen von Nee, Specimen. Edmund liegt es auch nicht. Nee. Vielleicht Weapons oder Comms, aber nee, da habe ich auch keinen gesehen, glaube ich, Es auf sind auch Mappen. immer nur Ich bin zwei von. Personen, die Ich bin. sagen, dass sie nicht Vitals und nicht Edmund liegt. Ja, Hä? fair. Also, Ja, zu böse. Vitals haben Münker und Europe und ich gesagt. Und Edmund müsste Münker eigentlich auch sagen können, weil er an Edmund Table gelaufen ist und ich auch an Edmund Table gelaufen bin. Und wir sind dann links raus. Das heißt, bei Vitals Ja, war das ist halt niemand, wieder der Gang das. war niemand, Edmund unten war niemand und Das links ist halt Ausgang wieder war das, wenn sich niemand. nur zwei Okay. klären Es sind aber oder drei, so. Münker. Ja, Der Europe war da auch aber. drin. Ich war auch da, ja. Okay. Eben. Bucky ist gestorben, als ich weiter stand. Dann kam Münker eine Sekunde später ran. Und da hat Rosi aber noch gelebt. Und dann ist sie gestorben. Du Habt ihr bist es weg. gesehen? Du bist weggegangen ein paar Sekunden später. Also Ja. drei, vier. Also wenn, dann müsstest du wirklich bei Comms oder so hochgewendet sein. Aber das hätte dann wahrscheinlich. Semi hat dich wahrscheinlich gesehen, dass du rausgelaufen bist oder so. Ich Und habe dann nur passt gesehen, wie er das. rausgelaufen ist, ja. Ja, dann Wir passt haben das von zeitlich einigen gar Leuten noch nicht nicht. gehört. Was nicht gehört? Wir haben von einigen Leuten noch nicht gehört. Der Vier Tusken ist Leute. noch zu. Ja. Ich war mit. Ich bin mit B. Wo bist du, Bimo? Specimen, habe ich ja gerade gesagt. Specimen und dann Achso, bin ich sorry, gerade habe Richtung Edmund ich. gelaufen. Hab ich nicht gehört, sorry. Meine nur gerade, bevor ich das gesagt habe, hat die Hälfte der lebenden Personen noch gar nicht gesprochen. Richtig salzig. Von den zwei Random Kills. Ja, und die waren die letzten zwei Runden, brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Ne, neue Runde, neues Glück. Ja. Okay. Also Chris und Titaski oder Sci-Fi und Theo? Was? Ich Warum? kann, ich weiß nicht, wo die Wilde zweite Kill. Leiche ist. Ich kann nicht. So, das war auf jeden Fall sehr nett. Auf jeden Fall sehr nett, dass ich geschildet wurde. So kann ich immerhin nicht gedingst werden. LOL. Oh, lol. Warum schießt der denn? Warum? Ich habe es auch nicht verstanden. Bimo, wir haben beide die Task gemacht. Also Europe und ich haben beide Weapons gleichzeitig angefangen. Ich war früher fertig als er ein bisschen. Habt ihr Bimo jetzt schon steht aufeinander hinter uns geschossen? und Schießt Bimo auf mich, glaube ich. ja, ich habe halt auf dich geschossen. Bimo oder könnte auf mich gewesen sein. Es war Lights Out. Wir waren relativ nah beieinander.
Bimo zappelt so hinter uns hin und her und ich frage mich so, hey, was macht er da? Und dann gehe ich halt raus und Europe ein bisschen nach mir. Bimo schießt und stirbt. Könnt ihr irgendwie ich glaube, er auf geplatzt. Lena geschossen hat? Weil wenn er jetzt auf Chris geschossen hat, würde das Tetaski safen für die erste Runde? Nein, ich safe Tetaski nicht. Nee, mir geht's... Ach so, okay. Ich weiß nicht, wo die zweite Leiche liegt. Es könnte sein, dass die Electrical oben irgendwo liegt. Oder draußen. Okay. Ja, Gedankengang war jetzt gerade, wenn Bimo auf dich geschossen hat, dann könnten wir Tetaski safen. Und wenn Bimo auf Europe geschossen hat, dann könnte man halt Münker und mich clearen. Also ich glaube, er hat auf mich geschossen, aber wie gesagt, wir sind fast gleichzeitig losgelaufen. Ja, im Licht aus ist halt, oh, scheiße. Ich weiß es halt nicht. Ich habe es halt nicht ganz erkannt. Es war halt Lights Out. Zumindest dieses... Das war aber nicht das echte Lights Out, ne? Doch, das ist das echte Lights Out. Ah, das war das echte mit dem Pfeil. Krasse Theorie. Ja. Bimo hat sich an einem von euch getötet. Es spielt gar keine Rolle, wer es war. Er wollte dadurch einfach nur gucken, ob dann im Meeting einer von euch auf den anderen schießt. Verstehst du? Also wenn Chris hat jetzt zum Beispiel reportet und hat in Europe gesagt, oh Chris, du Hund, du hast Bimo erschossen. So. Oder wenn Europe reportet, hätte Chris gesagt, oh Europe, du Hund, du hast Bimo erschossen. Das heißt, meiner Meinung nach macht das für mich Sinn, wenn dadurch Chris Tetaski-Paar aufgelöst sind und die beiden sind safe und Europe Käse Simi Drittel aufgelöst sind und dadurch sind wir drei safe. Ich weiß nicht, warum Tetaski safe ist. Ja, du hast in der ersten Runde gesagt, dass ihr zwei zusammen unterwegs wart. Ja, am Ende, dass ihr euch habt. Ich habe nicht, dass wir zusammen unterwegs sind. Die waren beide in Eben, deswegen glaube ich auch nicht, dass Bimo den Schritt da gemacht hat. Ja, crazy theory, aber hear me out. Manchmal habe ich recht. Ja, das war halt so, ein Bimo ist total krass hinter uns rumgetanzt, wo wir geschossen haben. Also. Münker, der Spruch, den du immer an mich richtest, den richte ich mal zurück. Wetten, das stimmt. Wetten, genau das, was ich gesagt habe, stimmt. Manchmal ist dein Gefühl halt einfach scheiße. Chris, 5 Euro an Spendenorganisation meiner Wahl, wenn ich... Ich habe keine Rente, nein. Okay. Wow. Nice, Münker, nice. Aha. Wer ist mir gerade entgegengelaufen? Das waren zwei Leute. Wo? Über Ding? Über Storage? Über Storage. Das waren, ich glaube, Europe war vor mir und ich. Chris liegt unter Medbay-Eingang. Oh, okay, dann liegt er da nicht lange. Ich bin da gerade lang gelaufen. Okay. Simi, der Reporter hat dein Leben gerettet, würde ich mal behaupten. Denn du bist doch... Nein, pass auf, Simi, du bist doch gerade mit Europe zugange. Also unterwegs. Ja. Aha. Ja. Der wollte mich so Drive-By killen. Bei mir ist es rot aufgeblinkt. Und ich glaube, jetzt wärst du sein nächstes Opfer gewesen. Okay. Das kann gar nicht sein. Ich habe gerade eine krasse Theorie. Ich habe gerade echt eine krasse Theorie. Münker, ich und Europe waren erste Runde Admin. Mhm. 2 Kills sind gefallen. Mhm. Bimo hat wahrscheinlich auf Europe geschossen. Kann aber auch Chris gewesen sein. Da will ich mich jetzt nicht ganz festlegen. Und hat gemeint, es könnte das Pärchen Scythers und Ödel sein.
Deswegen ja, meine Theo, versucht Theo jetzt gerade auf Europe zu pushen, mit dem er sagt, es wäre ein Drive-By-Kill geworden. Oder so, bin ich jetzt gerade einfach mental? Ich verstehe deine Theorie und ich habe auch mega Angst vor Theo gehabt, aber Theo hat mich gerade sehr gut killen können, hat er aber nicht gemacht. Das stimmt. Hätte dich da nicht killen können, wahrscheinlich, weil ich war ja mit euch dann noch davor unterwegs. Und ich hätte ja gewusst, dass ich dich dort mit ihm zurückgelassen habe. Okay, ja. Simi, war Europe immer bei dir? Hast du ihn nie aus den Augen verloren? In der ersten Runde? Nee, jetzt gerade, wo Chris gestorben ist, wo du gesagt hast, Chris ist relativ frisch tot. Wir sind zusammen hochgelaufen und da war Chris noch nicht tot. Also entweder sind es Europe und ich, aber nee. Nee, das ist okay. Dann war es Europe nämlich nicht. Dann sind es entweder Tetaski oder Saitai. Tetaski, wo bist du jetzt? Ja, okay, ich war nicht gerade in Specimen und habe dann Wiring gemacht und dann war Saitai auch da. Ich weiß jetzt nicht, woher er gekommen ist, aber war auf jeden Fall da. So Toilette. Okay, ich würde Saitai clearen, bevor ihr ihn rauswählt. Ich würde ihn clearen. Ja, dass ihr zwei euch clearen, ist wahrscheinlich klar, weil ihr Imposter fächern seid. Ich habe Theo gewählt. Oh, wow. Ich habe Saitai gewählt. Wow. Ihr habt gerade mega Glück gehabt. Chris, Steffen. Boah. Steffen. Wait. Nice. Hast du gut gemacht, Theo. Das hast du gut gemacht. Ne? Nice. Alter, die Imposter waren so dreist. Die Imposter sind einfach zusammen rumgelaufen und haben sich gegenseitig geklärt. Wow. Mücke, du wurdest so hart mariniert, Alter. Du hattest richtig die Tonne auf dem Kopf jetzt gerade. Nee, aber das war übel. Ich war ja Vampir und Rosi ist gestorben, als ich an Lifeline stand. Und keiner hat sie gefunden. Für Mücker sah es so aus, als war ich's nicht. Oh wow, okay. Ich hab Bookie einfach in Search umgebracht und von Cops hochgewendet. Europe, ich war ein bisschen nervös, als du unbedingt den Shot claimen wolltest am Anfang. Auf wen hast du nun geschossen? Ich hatte auf Chris geschossen. Ja, du bist der Poster. Aber, das war wirklich knapp, Bimo, ey. Das ja, ich hab dich fast gekillt, aber Chris war für mich so ein bisschen da, der gibt irgendwie ganz wenig Info, was er sonst nicht tut. Halb cleared nur Tetaski, will sie nicht richtig clearen und dann dachte ich, ja, fuck it, ich versuch's einfach. Jetzt, wann macht das ein Imposter? Europe, wen hast du gerade gewählt am Ende? Auch mit Theo, oder? Ja, okay. Nice. Zu berechenbar.